Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute spielen wir mal Skywars auf dem QCraft-Server. Ja, heute mal Skywars auf QCraft. Das ist ein bisschen ungewöhnlich für mich, weil ich ja eigentlich nur Live-Spieler bin. Und ja, ich hatte halt einfach mal Lust auf Skywars und. Das Problem ist halt, dass auf Hive sehr viele Cheater, Hacker und so weiter unterwegs sind. Deswegen ich das nicht gerne dort spiele, müsst ihr verstehen. Deswegen probiere ich das heute nochmal auf QCraft aus. Gucke mal, wie es hier wird. Und mal gucken, vielleicht kommt es dann öfter oder halt nicht. Kommt halt wie gesagt drauf an, wie das jetzt wird. So, ich würde mal sagen, den da hinten, den könnte man mal holen. Da gehen wir ganz easy rüber. Mit der Pfiff runter. Perfekt. Damit hat er nicht gerechnet. Da holen wir dem seinen Stuff gleich mal. Was ich cool finde an dem Server ist halt, dass du hier eigenständig craften kannst und halt auch verzaubern kannst. Es gibt dir halt gewisse Vor- und Nachteile und dass es hier einfach mehr Items gibt. Das finde ich im Gegensatz zu Hive einfach viel geiler. Energy gehittet. So, dann haben wir dort da vorne unseren nächsten Gegner. Hoffen wir mal, dass er uns jetzt nicht so schnell sieht. Na, der haut ab für uns. Na, der hat Schneebälle. Da werde ich jetzt definitiv nicht hochgehen. Also, wir hätten vor die Cyber. Ah ja. Arsch. Doch, ich habe ihn getroffen. Oh mein Gott, ich habe ihn. Oh mein Gott, wir haben ihn einfach. Was war das für ein kranker Wurf? Leute, da können sich aber noch wieder was abgucken. Geh mal weg. Bitte gehen Sie weg, ich mag das nicht. Mann, der will mich nur runterstoßen. Ich muss aber dazu sagen, dass das PvP-System auf QCraft leicht gewöhnungsbedürftig ist, wenn du halt nur das von Hive gewohnt bist. Ne, warte mal, das wollte ich noch behalten. Hier gibt es ja nämlich auch Netherite, wie ihr seht. Also in der Mitte kann man das Gearzeug zu Netherite-Stuff upgraden. Finde ich ganz cool eigentlich. Hier, friss Ei. Aua. Menschen sind. Pilz im Weg. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich will das nicht. Ich habe gesagt, ich will das nicht. Oh, scheiße. Oh Gott. Ah, habe ich. Alles gut. Easy. Gehen Sie weg. Jawohl. Und die erste Runde gleich gewonnen. Oh mein Gott. Und es geht in Runde Nummer 2. Also die erste Runde, die war jetzt doch relativ einfach, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob das mit Runde 2 jetzt genauso läuft. Ich habe immer Angst auf diesen kleinen Inseln, weil du kommst jetzt so schnell zum Gegner rüber, da hast du kaum Zeit, dein Inventar mal ordentlich zu sortieren. Und das finde ich einigermaßen blöd. Warte mal, ich muss mal alles eins verschieben. Jetzt stimmt's. So, zu dem wir. Oh Gott, der wartet schon auf uns tatsächlich da hinten. Das möchte ich aber nicht. So, holen wir uns mal den Typen hier. Ja, und das meine ich mit den Hits oder der hatte einfach nur Lags, kann natürlich auch sein. Na, er wird schon beides irgendwie. Na, schade. Ich töte ich. Keine Chance gegen mich. Ah, ich habe Schneebälle. Habe ich zu spät gesehen. Mist. Dem gehen wir gleich mal hinterher oder wir gehen dorthin. Das könnten wir auch machen. Nein, bitte nicht. Warum hast du Verbrennung auf deinem Schwert? Du Elender. Oh mein Gott, er ist gleich tot. Oh nein, das machen wir nicht. Ja, fuck, schon wieder runtergefallen. Ey, was mache ich denn? Bin ich dumm? Oh mein Gott, wo bin ich denn? Also von der Map bin ich schon mal kein Fan. Nein, ey, der schlägt mich immer wieder in dieses hässliche Loch. Was hast denn du? Ach Mann, was war denn das für eine Runde? Dieser Bug, der regt mich ein kleines bisschen auf. Frag mich von wo der ist. Na, auf jeden Fall Runde Nummer 3 jetzt. Die Runden gehen tatsächlich ratzifatz hier. Dementsprechend kann man auch mal ein paar mehr Runden spielen. Also dass ich die Runde jetzt auch verloren habe, das interessiert mich relativ wenig, weil wie gesagt, so viel spielen tue ich das gar nicht. Dementsprechend stört mich das auch eher weniger. Sollen wir trotzdem gucken, dass wir vielleicht noch ein paar Runden holen. Weil ich will trotzdem noch meine Wins haben. Und die kommen ja nicht von alleine. Da sollte man halt schon ein bisschen was dafür tun.
Wir sind Level 11. Mir ist aufgefallen, wir haben tatsächlich noch nichts mit Enchanting und so weiter gemacht. Okay, wir hatten halt noch nicht wirklich viel Zeit in der Mitte, beziehungsweise so oft in der Mitte waren wir es noch gar nicht. Gucken wir mal, dass wir den holen. Da ist eine Chest. Oh, auf uns wird geschossen. Das habe ich gehört. Oh nee. Ey, was mache ich denn? Ich schlage mit der Post. Nein, bitte nicht. Geh weg. Ja, schade. Oh Mann, er ist auf dem Weg stehen geblieben. Ich habe zu spät gesehen. Oh mein Gott. Okay, er scheint weg. Oh Gott, was ist denn das für eine Kiste? Oh mein Gott. Das ist schon mal ein bisschen fortschrittlicher als das in Hive. Schaffen wir den Sprung? Ja, schaffen wir. Alles gut. Aua, wo kommt die Ludin jetzt her? Digga, was ist falsch mit dir? Hilfe! Ich werde irgendwie kein Freund von dem PvP-System hier auf Qcroft. Das ist leicht komisch. Auf jeden Fall, Runde Nummer 4 jetzt. Der Runde davor sagen wir jetzt einfach mal nicht so viel, weil die war einfach allgemein scheiße. Einigen wir uns darauf. So, jetzt müssen wir trotzdem gucken, wie wir das hier jetzt am besten machen. Okay. Erstmal ein Gap wieder rein. Wir sind auf einer riesigen Tischtennisplatte, fällt mir gerade auf. Ich möchte aber nie allzu lange in der Mitte bleiben. Ich möchte eigentlich so ein bisschen machen. Aus dem Hinterhalt heraus. Hinterhalt! Das ist ein Hinterhalt! Perfekt. So, dann holen wir den jetzt dort. War ganz easy mit einem MLG, den wir nicht hätten. Oh Gott. Runter mit dir. Perfekt. So, nee, die Armbrust, auf die verzichte ich gerne. Mal kurz ein paar Level. Gucken, dass keiner kommt. Na okay, ich sehe eigentlich relativ wenig in der Ansicht. Also so viel bringt mir eigentlich gar nicht. Aber hey, besser jetzt gar nichts. So, jetzt müssen wir in die Mitte. Das sind die letzten drei tatsächlich. Also die letzten zwei. Junge, ist das komisch. Oh mein Gott, ich habe ihn. Was? Und er fällt runter. Oh mein Gott, was war denn das für eine Runde? So, damit würde ich sagen, dass das auch schon die letzte Runde ist, weil irgendwann ist ja auch mal gut. Und wie gesagt, von dem PvP-System auf Qcroft bin ich irgendwie kein so großer Freund. Hat man auch wahrscheinlich ein bisschen im Video gemerkt. Naja, vielleicht werde ich es mal öfter bringen, aber auch nur vielleicht. Ich werde hier nichts versprechen. Weil wie gesagt, wenn du nur Hive PvP gewohnt bist, ist das schon sehr gewöhnungsbedürftig. Und ich muss halt dazu sagen, dass ich halt Hive besser finde und das Qcroft in das PvP in Qcroft, das entspricht irgendwie keinem richtigen PvP, also es ist kein Open World PvP, das ist keine Ahnung, das ist ein PvP an sich. Wenn du gut in Qcroft bist, heißt das nicht gleich, dass du allgemein gut in Minecraft bist oder so. Mein Gott, was mache ich? Was haben wir hier so alles? Ein bisschen aufs Spiel muss ich mich auch noch konzentrieren, auch wenn ich gut finde, dass ich so viel rede eigentlich, sollte ich mich dann doch vielleicht auch ein bisschen aufs Gameplay fokussieren. Weil man hat gerade gesehen, was passieren kann, wenn man sich nicht fokussiert. Waldschärfe 2? Okay, das ist noch nie gedamaged. Nehmen wir das. Das kann weg, das kann weg. So, dann gehen wir mal auf den da hinten, oder? Obwohl, doch, können wir machen. Oh mein Gott, war das clean. Das war nicht clean. Und du hinterher! Wo bist du? Da! Hinterher! Perfekt! Ja, doch, sollte so passen. Dann hauen wir uns mal kurz unser Level nochmal rein. Und dann sind es auch schon nur drei Spieler. Das heißt, die Runde können wir tatsächlich auch für uns entscheiden. Gucken wir mal. Ja, sollten wir eigentlich machen. Wir müssen dort jetzt vernünftig reinhängen, dann auf jeden Fall. Hallo! Oh Gott, er hat ein Netherite-Schwert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Er hat ein Netherite-Schwert. Das gefällt mir gar nicht. Hier, Fressbogen. Oh nö. Lass das mal. Bitte. Alter, aber die ganzen Sachen, die fliegen auch so anders im Gegensatz zu Hive. So Schneebälle, Eier und so weiter. Also wie gesagt, Qcroft ist ja eh allgemein viel mehr an Java angelehnt. Und ich finde, dass Java PvP so schon übelst schrottig. Bin kein Fan davon. Alter, warum gehen jetzt beide auf mich? Was ist denn euer Problem? Ich hab da nichts getan. Hier, friss. Oh man, okay, jetzt kämpfen die beiden. Eigentlich perfekter Moment, um dich reinzuhängen. Oh mein Gott, er hat noch 10 Herzen. Warum? Was ist dein Problem? Hä? Der Perl hat übelst gepackt. Oh nein, jetzt kommt andere abstauben. Bitte lass mich in Ruhe. Was? Einer ist runtergefallen? Stark. Kosten. Nee, 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 das machen wir nicht.
Das lassen wir mal lieber. Hey, die machen gut weh. Ey, versteckt er sich dort? Was soll denn das? Jetzt komm doch raus, kämpfen. Kann denn die wahr sein, dass du dich jetzt da hinten versteckst? Was ist denn dein Problem? Der wartet jetzt, bis ich komme, nur weil der so eine hässliche Armbrust mit durchbohren hat. So ein ekelhafter, Alter. Na, jetzt verbarrikadiert er sich auch dort. Sollen vielleicht mal die zwei Blöcke hier wegmachen, weil die sind schon irgendwie nervig. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt hier eine Mauer hin. Machen wir es halt jetzt genauso wie er. Aha, getroffen. Schade. Nur immer. Wie machen wir das jetzt? Na hier, Kumpel, das ist jetzt so... Ey. Und eine hässliche Armbrust. Hör doch mal auf, dich zu verstecken. Was ist denn dein hässliches Problem? Das ist ein Refilling. Habe ich hier drin? Bitte gib's mir. Achso, ich kann den nicht mehr öffnen. Ich bin dumm. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Na, schade, mein Gott. Das war einmal nichts. Aber wir haben noch einen Bogen. Da haben wir den immer getroffen. Jetzt nütze halt meine Wand. Ja, alles hat irgendwie Vor- und Nachteile. Wir könnten unter dir schwarz mal schnell auf Grafen machen. Weil der Typ ist auch schon hier. Ja, schon mit dir schwarz jetzt. Und jetzt kriegt's aufs Maul. Oh nö. Komm doch her. Oh, wir haben beide verschossen. Fuck. Nochmal. Du kannst mit einer Armbrust halt viel genauer schießen. Trotzdem mag ich die nicht. Mensch, Blöcke. Jetzt hat er Angst. Nee, das macht man nie mit. Na, den Apfel-Intus. Ich habe nicht mehr. Lowground nutzen. Na, schade. Oh mein Gott, Junge. Na gut, Leute, damit würde ich aber sagen, dass ich auch schon mit dem Video war. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like und ein Abo da. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei sein würdet. Und damit würde ich sagen, ciao, Leute.